Thorsten meldet sich zurück. Hallo, hier ist der Friseur. Und zwar habe ich ein kleines Problem. Wie ihr in der Überschrift des Videos lesen könnt, suche ich einen Hacker. Einen Hacker. Einen Hackermann. Ja, einen Hacker suche ich. Und zwar habe ich ein kleines Problem mit meinem Eider Friseur-Account auf Xbox Live, mein neuer Account. Ich wollte für euch COD 4 Videos machen. Hier seht ihr COD 5. Ich fand die Stelle ganz witzig, damit überhaupt Gameplay zu sehen ist. Denn ich habe ein kleines Problem in COD 4. Bin ich jetzt aufgrund einer scheiß Hacker-Lobby wieder Level 1? Klar könnte man sagen, selber schuld. Ich hätte mal auf den Score gucken müssen, aber ich habe einfach gepennt. Und die bunte Schrift links, das ist ja meist normal. Ja, und jetzt seht ihr gleich, was passiert. Ich spawne, kill den Gegner und krieg 4000 minus. So, und dann dachte ich, naja, mal raus. Wird schon nichts passiert sein. Und siehe da, von Level 2 oder 3 bin ich wieder auf Level 1 runter. Und tada! Ich kann nichts mehr spielen. Ich kann keinen Game-Mode mehr anwählen. Gar nichts. Und da ich keinen Bock habe, mir einen neuen Account zu machen, suche ich hiermit einen Hacker, der mir das wieder richten kann. Ja, und zu allem Überfluss, und das regt mich noch viel mehr auf, wurde ich die ganze Zeit, während ich dieses Problem hatte und nachgeschaut hatte, ob irgendwas geht, von irgendjemandem zugespammt. Ihr werdet es ja nicht sehen. Alle 5 Sekunden Party-Invite. Und Leute, was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Denkt ihr, ich nehme dann an oder was? Wenn ihr hier alle 5 Minuten diese Scheiße sendet. Und er hat mich regelrecht vollgespammt. Ja? Ich wollte ihm dann noch antworten. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, ob ich ihn adden kann, ja? Das ist ja alles okay. Und ich wollte ihm dann auch antworten. Aber man antwortet meistens, wenn man zu Knicklei. Und dann werde ich hier zugespammt. Das kann ja nicht wahr sein. Und ehrlich gesagt, jetzt mal an dich gerichtet, würdest du jemanden einladen in deine Freundesliste oder der Party beitreten, der alle 5 Minuten, oder besser gesagt hier sekündlich, dir so eine scheiß Nachricht sendet? Also da habe ich echt die Schnauze voll von sowas. Und ich wollte eigentlich heute ein ordentliches Video bringen, aber das hat mich so aufgeregt, die Hacker-Lobby und dann noch diese Scheiße hier. Sorry, ich wollte eigentlich nicht mehr mit Fäkalwörtern nach Ugly Friseur, ist eigentlich heute nie angesagt, aber egal. Auf jeden Fall, Leute, denkt mal nach. Denkt mal nach, ob euch das gefallen würde, wenn ihr zocken wollt und ihr kriegt alle 5 Minuten dieses scheiß Bild da oben aufgeploppt. Ich wollte kein Fäkalwort mehr sagen, WTF. Auf jeden Fall habe ich dich dann geblockt, weil, ehrlich gesagt, nach ein paar Sekunden könnte man es ja mal lassen. Und wie gesagt, hier nochmal der Aufruf, wer mir helfen kann, COD 4 dieses Problem zu lösen, weil ich würde da gerne ab und zu mal ein Video bringen, wäre super. Ansonsten ist das Video auch schon zu Ende. Ich werde morgen noch was Vernünftiges hochladen, aber Leute, ehrlich gesagt, kein Bock. Das nervt. Sag mal so, macht's gut, tschaußen.